Hey Kinder, was geht bei euch ab? Junge. Weiter geht's mit Fallout. Endlich. Die Kamera hat ein bisschen... Ich musste sie erst entleeren, dann aufladen, stromtechnisch. Und ja, jetzt bin ich wieder voll am Start. Licht ist an, alles ist so cool. Und da steht ein Roboter. Ich mache ihn jetzt einfach mal kaputt. Bumm. Asoziales Verhalten. Was? Asoziales Verhalten? Wie bitte? Mein Freund. Laden wir mal, ja? Erstmal alles überspeichern, damit ich schön verkackt habe. Ja. Ich hatte gerade mal das Fenster auf, aber das war richtig kacke. Denn da war das Licht, da war ich total zugeflasht. Wo ist mein Baseballschläger? Bei B nehme ich an. Na, ah, ist natürlich gut, jetzt hau ich hier nochmal, Nick. Quatsch, ich bin nicht behindert. Also, ich habe den ganzen Jump Bumble verkauft und muss eigentlich jetzt raus, ne? Und die Stadt noch weiter säubern von den Banditen. Moment mal. Ich wäre lieber alleine mit meinem Elend, falls es recht ist. Ach ja, die Dame will alleine sein mit ihrem Elend. Mhm, aufs Maul. Ah, wenn ich das klaue, regt sich direkt wieder jeder auf, ne? Aber ich verstecke mich einfach hinterm Automat. Oh, shit. Mein Wort, das hat nachgelassen. Ah! Ich bin immer noch 3 Kilogramm zu schwer. Was haben wir denn hier noch? Ja gut, wo ist denn der Depp? Das war ein Fehler, ne? Das war echt ein Fehler jetzt, dass ich den Wodka einfach hab so verdödeln lassen. Jetzt muss ich den alten Babsack suchen. Das ist nicht der alte Babsack. Oh nein. Okay, ich lade nochmal kurz und solange ich den Wodka-Schwung praktisch noch habe, suche ich den alten Sack, um ihm noch meinen restlichen Scheiß zu verkaufen. Alter Sack! Where are you, old sake? Where are you? I can't find you, old sisse. Nein. Nein. Howdy. Ist mir egal. Komm schon, bitte sei da vorne, alter Mann. Please. Please, old man. Please, help me. Ah! Hey. Ja! Immer noch im Prim, was? Was haben die zu verkaufen? Und jetzt kaufst du dir mal schön meinen Scheiß. Ab. Nein! Ich kann ihm das Vorkriegsgeld nicht... Aber das ist doch eh, glaube ich, gewichtslos, oder? Krass, was die Sachen hier... was die Sachen hier wiegen. Was? Die wiegen aber ganz schön viel. Das ist bitter, dass die Sachen was wiegen. Egal, ich verkaufe jetzt hier eine Wumme, die ich nicht mehr brauche. Komm. Was brauche ich denn nicht mehr? Was brauche ich denn nicht mehr? Was brauche ich denn nicht mehr? 9mm Pistole, 10mm Pistole. Ja gut, ich habe so eine riesen Auswahl an Pistolen. Ich kann mich totschmeißen. Ich habe eine schallgedämpfte 22mm. Guck mal da. Aber, nee. Ich laufe einfach nackt. Bitte kauf mir doch irgendwas ab, du Kartoffelkopf. Oh. Ich will jetzt nicht gleich schleichen müssen. Habe ich noch Wortes? Ajo. Dann drücke ich mich einfach tot. Nee, das kann nicht sein. Ich kann nicht immer überladen sein. Vorkriegsgeld, sowas wiegt nicht. Das habe ich hier noch für eine Scheiße dabei. Ich schmeiß jetzt alles weg. Das war's. Wollt ihr mich verjuckeln? Wollt ihr mir mal den Buckel hinunterrutschen? Immer schön in die Kamera gucken. Heimburg. Heimbüchen. True Police Stories. Voice läuft noch. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Die Elgato läuft auch noch. Sehr gut. Oh, die liegt aber ganz komisch da. Hab ich ein bisschen blöd hingelegt, ja, die Elgato. Muss man nicht mal so hinsetzen, dass ihr mich auch seht. Oh, super. Warte, es hat nachgeladen. Moment mal, ist ja was passiert? Hier ist hier Blut. Wir gehen mal kurz, Achso, ja, ich saufen geht's tot. Komm. Komm. Hat keinen Sinn, doch. Moment mal, da wird die Stärke ja gar nicht beeinflusst. Wodke! Ich brauche Wodke! Turbo? Nein. Wodke? Scotch! Stärke, sehr gut. Ihre Dehydration hat zugenommen. Sonst ist es natürlich blöd. Aber es macht nichts. Da liegt ein toter Mensch, denn er ist tot. Denn da drin ist doch die Sonde. Dieser Roboter. Ich will kurz gucken, was ich da brauche an Fähigkeiten, um diesen Roboter zu. Hierbei handelt es sich um ein weiterentwickeltes Modell des Roboters mit verstärktem Gehäuse. Es ist recht abgenutzt und scheint schon einiges durchgemacht zu haben. Man sieht aber kaum schwere Beschädigungen. Die Elektronik in Augenschein nehmen. Wissenschaft oder Reparaturversuchen? Ich mach mal Reparaturversuchen. Einige der Servomechanismen und Gyroskope müssen rekalibriert oder ersetzt werden. Aber es sieht ganz so aus, als ob man den Roboter reparieren könnte. Reparieren von mindestens 65 erforderlich. Seid ihr behindert? Die Elektronik in Augenschein nehmen. Ich nehme an, dann brauche ich da Wissenschaft 65.
55. Nur wenige der Elektronik-Hauptsysteme scheinen noch voll funktionsfähig zu sein, aber die redundanten Systeme funktionieren alle. Wenn man die Hauptsysteme umgeht, sollte die Sekundärsysteme das kompensieren und die Reparatur leichter machen. In Ruhe lassen. Kann ich jetzt wieder dran? Ja. Also ich brauche 55. 55. Merken wir uns das einfach mal. Ich würde sagen, Wissenschaft 55 peilen wir eher an. Außer ich bin bei Reparieren schon dementsprechend hoch. Komm. Komm. Ich nehme noch mehr mit. Ich nehme noch mehr schwere Munition mit. Warum habe ich das letzte Mal nicht gemacht? Ich war doch hier schon mal drin, oder? Kronkorken! Oder wie die Amis sagen, Crankeks. Crankeks, so sagen die Amis. Ja, ja, die Amis haben ganz, ganz komische. Oh! Einen Napfkuchen! Ruby! Oh, die Ruby. Ruby Poopy. Okay, wisst ihr was? Also, ich weiß, euch gefällt das voll, wenn ich den Leuten auf die Fresse hau mit meinem Baseballschläger. Aber ich muss schießen. Ich sammle sonst zu viel Munition an. Nehmen wir mal schön hier eine Maschinenpistole, damit sie mal ein bisschen, damit die Munition mal ein bisschen leer wird, ne? Hello, how can I help you? Hello, well, hello. Okay, also das ist das Lucky Casino, dieses Bison Casino. Mich würde doch eher noch kurz interessieren, da kann man doch hoch. Aha. Leute, ich werde mit euch, ich finde hier voll die Sachen. Voll die Sachen. So. Hallo? Was ist hier oben versteckt? Ach so, Psycho. Jet. Wodg. Schachtelzigaretten. Und ein Fernglas. Fickt euch. Wer braucht schon ein Fernglas, wenn er Jet und Wodg hat? Vorne brennt ein Feuer. Wodg. Sie sind verkrüppelt. Verwenden Sie eine Arzttasche oder suchen Sie einen Arzt auf. I don't think that I'm crippled. Das ist nur eingebildet. Das ist psychosomatisch nur. Guck mal, das Bein ist noch fast dran. Moment mal. Steht da oben jemand? Ich meine mich zu erinnern an... Wie bitte? Ah ja. Als ich vor Jahrhunderten dieses Spiel gespielt habe. Ihre Waffe ist in schlechtem Zustand. Sie ist weitaus wirksamer, wenn sie repariert wird. Sie können Gegenstände in Ihrem Pip-Boy selbst reparieren oder einen Händler aufsuchen. Für die eigenständige Reparatur müssen Sie Teile einer ähnlichen Waffe verwenden. Fickt euch. Ich würde ihm einfach mal schön den Kopf penetrieren. Oh. Oh nein. Bitte seid doch nicht direkt so kopflos, mein Freund. Ich heb mal aus seinem Kopf die Items aus. Auf. Guck mal, Patronen hat er dabei. Hülsen. Kronkorken. Crown Kicks, ne? Wie gesagt, die Amis, die sind so durchgepeitscht. Crown Kicks, das hat sich da total behindert an. Klar, wenn ich aber auch eine Rüstung habe, die einfach 1.026.000 Gewicht hat. Also da brauche ich mich nicht zu wundern, wenn ich so fett bin. Dass ich so fett bin. Da brauche ich mich nicht zu wundern, wenn ich fett bin. Also, Okay, gut. It's good. Halt! Ich dachte, da oben steht jemand. Ist hier doch keiner mehr. Hallihallo? Oh, du Abtrünniger, du! Was leuchtet denn da? Just a glowing cactus. Komm schon. Nein, du schießt aber nicht von da oben, Drecksack. Hör auf. Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr spielen. Geh weg, Chinken! Ja, du triffst so gut, ja. Gib's mir. Kann ich ja bitte meine Waffe ziehen? Ich wollte gerade sagen. Peng. 14%, das muss reichen, Wow. Nachladen. Hey, komm schwer. Oh Mann, du Kacksack. Komm jetzt her, Mann, ich spiel doch schon auf Zeit, weil ich nicht mehr so viel Wattes hab. Ist das runtergefallen? Ach, mach deinen Scheiß doch alleine. Ich bin da mal weg. Aha! Da versteckt er sich. Komm mal her. So. 3%. Oh. Ach komm. Es wäre so cool, wenn ich irgendwie treffen würde. Ja. Fall runter. Irgendwas von dir muss runterfallen. Seine Waffe runtergefallen? Seine Waffe ist runtergefallen, oder? Ach, scheiß drauf. Ich gehe später hoch.
Nee, ich nenne es, dauert zu lang. Das ist für euch voll kacke, weil ihr denkt, oh nein, dann geht er noch da hoch und dann... Und dann muss er da auch wieder runter. Oh, this game. Okay, ich gehe jetzt rein in das Beißen. Bumm. Und dann machen wir sie alle um, wie die coolen sagen. Aha, aber erst checken wir diesen Mülleimer. Oh. Und der Mülleimer da? Hallo, ich kann mich ducken. I can't dig me. Dick and kill. Manchmal sind die Mülleimer wirklich wie eine wunderschöne Sache. Oh. Naja, schade. Ach, Scotch, bitte lass nicht nach. Na, wir haben ja Wodka gefunden vorhin. Erstmal trinken wir etwas schmutziges Wasser. Nee, wie stark ist unsere Dehydration? Tja, ich kann sie nicht finden, also anscheinend nicht stark. 450. Na gut, es ist schon ein bisschen was. Es ist schon ein bisschen was. Ah! Kacke. Okay, Hilfsmittel. Schmutziges Wasser. Und einen Wodg. Los geht's. Jetzt eskalieren wir. Hallo? Kann ich Ihnen da drin vielleicht helfen? Im Beißen Steve? Ich hoffe, es ist nicht so dunkel, weil ich habe jetzt das Licht an und, ja. Jetzt hab ich dich. Hey! Ich war doch noch gar nicht fertig! Tschüss! Bam, 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 bam. Also die Waffe ist schon... Ah, die geht schon ab! Und dann heißt noch, die F ist nicht auf voll auf 100%, weil ich sie ja nicht repariert. Weil ich sie nicht repariert habe. Oh Gott, ich werd so fett. Und wisst ihr, was ich jetzt mach? Nee, mach ich nicht. Oder wartet kurz. Ich überlege gerade, ob ich dieses Söldner-Kack-Outfit mitnehmen soll. Also ob ich das tragen soll, meine ich, ob ich das nicht einfach tragen soll. Weil. Wäre schon gut, ne? Wenn ich einfach... Das ist viel leichter. Und, Terminal. Assumed. Command. Ganz klar, walking. Schade. Ist klar, sie ist schwer verschlossen. Bin die Tür, bin schwer verschlossen. Soll ich jetzt glauben, oder wie? Okay, Datei. Schutz, Besitzer, überprüfen, Konten, Kartoffel. Overall. Shit. Burning! Tja, das ist ganz klar. Landing! Scheiße. Ich gehe gleich wieder dran. Ich schlapp kurz ein Stück weiter, dass, ihr wisst schon. Dass nicht diese behinderte Sicherheitsüberprüfung wieder und wieder stattfindet. Ja, komm mal her. Krass, es ist so dunkel. Bei mir ist es zu hell. Ich kann nicht weit gucken. Sein Kopf ist weggeflogen. Schon wieder. Okay. Mal der abtrünniger Pulverbandit, bitte. Boah, es geht noch. Sehr gut, Dynamit. Haarklammer. Seltener Veteranen-Outfit. Ist halt blöd. Es bringt halt wirklich fast keinen Schutz. Nahkampfwaffen, Schusswaffen plus 2. Guckt euch das mal an. So. Also SW ist ja der, oder? Schützende Wurst heißt das wahrscheinlich. Und die schützende Wurst ist hier natürlich deutlich stärker wie hier. Ach. Ist das behindert? So eine geringe schützende Wurst. So, jetzt versuchen wir es nochmal mit der am Terminal. Also. Melting. Selling. Talking. Kitsching! Komm schon, Level 5! Ah! Schade. Schloss entriegeln. Das Schloss wurde nun entriegelt. Wir können hier rein. Riegeln. Erste Hilfe. Arzttasche. Wo habe ich die leeren Spritzen mitgenommen? Ich Grasdackel. Okay, sehr gut. Was? Ich bin immer noch nicht ausreichend geschult in der Öffnung von Objekten. Ich nehme das einfach mal alles mit und das Buff-Out da oben. Ach, Red X ist das? Okay. Red X! Das ist. Da hat eben jemand gelabert. Hello? How can I help you? Please! Please don't kill me, hello? Hab ich hier. Ja, ja! Macht Spaß! Bam, 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 bam.
Ach hier. Oh, er ist zerfetzt. Wie krass. Also, muss ich das nicht eigentlich als ab 18 hier machen? Oder nee, ist es ja nur ein Spiel. Sollte man mich abonnieren? Ja. Sollte man mich favorisieren? Ja. Daumen hoch geben? Ja. Sehr gut.